So, auf direktem Wege wieder zurück. Scheiße. Okay, das war nicht ganz so, wie ich das wollte. Die Basis lassen wir erstmal außen vor. Hier wollen wir natürlich... 5 Sterne. Naja, hier wollen wir natürlich noch nicht hin, wollte ich sagen. Aber offenbar reicht es schon, wenn man in der Nähe davon ist. Na gut, dann haben wir jetzt halt ein paar Bullen am Hals, ne? Hey, reduziert auf 4. Dankeschön. Immerhin. Verschwinden die eigentlich, wenn ich jetzt hier speichern gehe? Ich weiß es nicht. Aber können wir gerne mal probieren. Ich meine, so sehr zwängen sie sich mir jetzt auch nicht auf, aber wenn jetzt auch der Heli kommt, dann machen wir das vielleicht doch mal. Jo. Ach, schön. Das geht wirklich. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob das geht. Wunderbar. Dann fahren wir mal schnell mit dem Motorrad zur nächsten Mission. Und das könnte dann schon die letzte sein auf dem Flugplatz. Ich weiß es gar nicht, wie viele es gibt. Aber so viele sind es jetzt auch nicht. Von daher nehmen wir mal an, es ist die letzte. Was gibt's denn? Oh, kommen zwischen 20 und 6 Uhr wieder. Ja, dann müssen wir ja bloß einmal speichern. Jetzt hätte ich natürlich auch das Motorrad auf dem Rückweg wieder nehmen können. Müssen wir ja bloß einmal speichern und dann sind wir ja schon bei der richtigen Zielzeit. So. Ja, wir speichern auch nochmal, damit wir dann auch, falls ich nochmal laden muss, die richtige Zeit haben. Sieh mal an, was macht denn der Polizeitransporter dort? Ich weiß es nicht. So, bestimmte Uhrzeit also. Eine Nachtmission. Schauen wir doch mal. Black Project. Hail, fellow. Well met. Namaste. Peace. Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Whoa, man. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah. I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. Hey, True, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude! The Truth will, dass du dir Zugang zum Area 69 Forschungslabor verschaffst und ihm das schwarze Projekt bringst, an dem dort gearbeitet wird. Der einfachste Weg in den Area 69 Bunker Komplex führt durch die gepanzerten Türen. Na klar doch, begib dich zum Kontrollturm, um sie zu öffnen. Scheinwerfer suchen das Gelände ab, beobachte ihre Bewegungen und plane eine Route. Wenn du zu lange am Scheinwerferlicht bleibst oder mehr als 2 Scheinwerfer ausschießt, dann wirst du entdeckt. Die Panzertüren werden verriegelt und du musst dir einen anderen Weg hineinsuchen. Es patrouillieren auch einige Soldaten auf dem Gelände. Das Thermosichtgerät, das The Truth dir gegeben hat, hilft dir, sie im Dunkeln zu sehen. Du kannst dich heimlich an den Patrouillen vorbeischleichen oder auf einem Kontrollturm steigen und sie mit dem Präzisionsgewehr ausschalten. Du musst vor Sonnenaufgang um 5.30 Uhr in die Forschungseinrichtung eingedrungen sein. Ja, da haben wir ja genug Zeit. Öffne die gepanzerten Türen, indem du den Schalter im Kontrollturm betätigst. Ist das denn ein gedämpftes Scharfschützengewehr? Nein, ist es nicht. Und natürlich, wir kriegen ja Sterne, ist doch logisch. Das heißt, uns werden hier Bullen besuchen, wenn wir hier Leute erschießen? Oder wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. So, wir räumen auf jeden Fall mal ein bisschen den Weg frei. Oh, sieh mal an. Ach, schade, die habe ich jetzt nicht gekriegt, glaube ich, ne?
So, ihn oben auf dem Turm lassen wir mal einfach. Ich hätte schon gern das M4, muss ich sagen. Komm, beweg dich mal ein Stück schneller. Ja, schön. Das M4 ist eine bessere Waffe als die AK. Und das wollen wir natürlich auch gern annehmen. Und zack. Das war's für ihn. Wie geht denn hier der Scheinwerfer? Der kommt natürlich hier rüber. Oh. Okay, ich will jetzt eigentlich gar keine Thermosicht unbedingt haben, aber wir schauen mal. Wo muss ich hin? Ich hab's irgendwie... Achso, zu diesem... Ja, okay. So, den kriegen wir noch. Wunderbar. Wow, was? Hat mich jemand gesehen? Wer denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Ich verstecke mich mal. Oh, sieh mal an. Das ist aber schön. Du da oben? Oder wer? Hm. Keine Ahnung. Scheinbar. Vielleicht gehen wir mal kurz bei ihm oben vorbei. Du hier so, wa? Du warst doch der Arsch, der ja gerade versucht hat, auf mich zu schießen, oder? Okay. Den hätten wir dann auch aus dem Verkehr gezogen. Eigentlich können wir die sogar damit platt machen, aber ich nehme mal lieber das Scharfschützengewehr. So, da ist es nämlich egal, wo wir hinschießen. Ha! Nicht da rein. So, dann können wir auch einfach hier rüber spazieren. Schön. Possible intruder sighted. Condition blue. Set searchlights to tracking mode. So, wir gehen einfach rein hier. Die gepanzerten Türen sollten jetzt geöffnet sein. Du hast aber nur begrenzt Zeit, um durch den Duft zu gehen. All personnel adopt intruder protocols. All towers are clear team is lethal force. Repeat, lethal force. Lockdown protocols. Nein! Lass es offen! So, geh bald hier rein. Tschüss. Bis die Tage. Mir doch egal. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich komme rein. So, jetzt müssen wir bloß mal schauen. Kommen die anderen hinterher? Nee, ne? So, jetzt wird es natürlich nicht mehr so sneaky. Jetzt müssen wir schießen. Durchquere Area 69 und begib dich zum Forschungslabor. Von dort erhältst du Zutritt zum schwarzen Projekt. In der Anlage sind mehrere Militärpatrouillen unterwegs. Die müssen wir dann wohl ausschalten. Im Kontrollturm kannst du einige der externen Verteidigungsanlagen von Area 69 deaktivieren. Dies wird dir bei der Flucht helfen. Suche das schwarze Projekt. Ja, das wird wohl nötig sein, die auszuschalten. Kann ich die einschießen? Nein. Gehen wir doch mal da lang. Kommt hier? Ja, machen Sie. So, die hätten wir schon mal. Jetzt sollten wir vorsichtig sein. Die Sturmgewehre sind sehr unangenehm, wenn man sie abkriegt. So, den hätten wir. Hier unten muss noch einer sein. Da ist er. Okay. Munition nehme ich sehr gerne an mich. Wo müssen wir denn hin? Hier rein? Wir schauen erstmal kurz hier weiter. Wir schießen alle über den Haufen. Hups. So. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Ist der unten? Wo ist denn der? Personnel found stealing alien technology will not be invited on the
next stop might out. Okay, die hätten wir. Ab nach unten. Could all personnel remember that the quarantine breach alarm test has now been moved to Monday morning? Jetzt müssen wir bloß schauen, wo wir hier genau lang müssen. Der Weg könnte passen eventuell. Wow, hier ist aber was los. Gut, das Positive ist, hier sind überall Fenster, die vermutlicherweise schusssicher sind. Fangen wir nochmal hier an. Aha. Das war's für ihn. Okay. Haben wir ausgeschaltet. Bisschen Muni sammeln kurz. Okay, jetzt muss ich echt aufpassen mit dem Leben. So viel habe ich nicht mehr. Okay, klasse. So, kommen hier noch mehr oder ist jetzt erstmal Ruhe? Ich glaube, das sollte jetzt passen soweit erstmal, ne? Ich hoffe, der Weg ist auch richtig, aber ja. Die Tür zum Raketenschacht, wo das schwarze Projekt aufbewahrt wird, ist verschlossen. Besorgt ihr eine Keycard, um sie zu öffnen? Schauen wir mal, irgendjemand wird die auch für uns haben, oder? Please, no more violence! Take my pass card and go! Thank you! FaceTime Simulation. Das ist sehr kooperativ von dir. Das schwarze Projekt befindet sich auf dem Boden des Raketenschachts. So, ich habe aber noch nichts deaktiviert, ne? Ich muss noch irgendwo schauen, dass ich das deaktiviert kriege hier. Du nervst übrigens, weißt du das, Junge? Wo ist denn der? Aha. Das ist eine sehr ungünstige Ecke zum Schusswechsel. Okay, aber wir kriegen es hin. Ja, schön. Ich meine, man kann damit planen, dass bei jeder Stufe ein neuer steht. So. So viel Leben verlieren wir doch nicht hier. Ich weiß halt nicht, ob wir das hier unten deaktivieren. Ich glaube, es war aber woanders gewesen, ne? So. Da haben wir das schwarze Projekt. Das will ich noch nicht an mich nehmen. Ich will wirklich erstmal schauen, dass wir hier... Nimm mal die Waffe, ja. Dass wir hier die Verteidigungsanlagen ausgeschaltet kriegen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das geht. Denn das Problem ist, wenn wir die nicht ausschalten, könnte es sehr, sehr ungemütlich für uns werden. So, wir wechseln mal auf die MP. Damit können wir dann nämlich auch rennen. Das war, glaube ich, oben im Labor irgendwo. Guten Tag. Die Verteidigungsanlagen sind nämlich, naja... Flugabwehrgeschütze, das ist ungeil, wenn du mit einem Jetpack durch die Gegend fliegen willst. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen umschauen. Theoretischerweise muss das ja irgendwie eine Zielmarkierung mit enthalten, also so eine rote Markierung. Schauen wir mal, irgendwo hier drüben muss das sein. Hier so bei irgendwas drin vielleicht. Kommt man da eigentlich hin? Nee. Siehst du mal, hier könntest du wahrscheinlich sogar doch rein sneaken. Ich weiß nicht, ob ich die jemals schleichend absolviert habe, die Mission. Ich glaube, ich renne hier immer rein und mache da ein bisschen Terror. Hier vielleicht? Wo bin ich eigentlich? Nee, sieht nicht so aus. Ah, wo ist denn das? Das Getröte nervt ja schon ein bisschen. Lass uns doch mal hier oben lang gehen. So, hier waren wir noch gar nicht. Das könnte doch eigentlich bedeuten, dass man hier entweder reinkommt oder das ist der Haupteingang. Kann ja auch sein. Ah, sieh mal an. Haben wir es doch gefunden. Wunderbar. Sam-Abschussvorrichtung ausgeschaltet. Wunderschön. So, na dann.
Jetzt ist alles getroffen an Vorbereitungen. Jetzt können wir tatsächlich uns zum Black Project aufmachen. Das Jetpack und uns das holen. Das Lustige ist, The Truth ist eigentlich gar nicht so sehr an dem Jetpack interessiert, aber wir werden das gleich sehen. Wir haben unser Leben dafür jetzt aufs Spiel gesetzt, aber eigentlich ist ihm das Ding völlig egal, obwohl es schon ziemlich cool ist, muss man sagen, ne? Ich meine, so ein Jetpack musst du erstmal haben. Jetpack haben oder nicht haben? Ja, der rennt noch eine Weile im Kreis. Kann er gern machen von mir aus. So, wir sprinten mal ein bisschen nach unten. Und jetzt können wir auch wirklich relativ ungestört dann mit dem Jetpack hier von dannen ziehen. Das war ganz gut, dass wir das noch abgeschaltet haben. Du hast gefunden, was The Truth haben wollte. Du musst jetzt fliehen, indem du mit dem Jetpack durch den Raketenschacht direkt über dir fliegst. Drücke Umschalt, um den Schub zu erhöhen. Dies bewirkt, dass du steigst. Yay! Um mit dem Jetpack in der Luft die Richtung zu ändern, benutze die Bewegungskontrolle. Winke, winke! Um mit dem Jetpack seitwärts nach rechts oder links zu fliegen, drücke rechts. Nach links, drücke links. Können wir auch schön mit den Beinen wackeln dabei. Okay, während du mit dem Jetpack fliegst, kannst du mit einhändigen Waffen ganz normal feuern. Oh ne, wir haben ja gar nicht mehr... Oh nein, wir haben jetzt die Mikro-SMG. Ist ja eklig. Ah ne, das ist hier die Tech 9, ne? Also hier die Uzi quasi. Das finde ich jetzt aber unschön, dass ihr meine Waffe geändert habt. Da hätte ich lieber die andere behalten, ehrlich gesagt. Aber gut, was soll's. Müssen wir The Truth nur noch finden? Er scheint auf dem Berg zu sein, wie es aussieht, wenn wir so dem Radar folgen, wenn wir dem Radar glauben dürfen. Eine sehr gediegene Art zu reisen ist das, ganz ehrlich. Könnte ich öfter haben. Kann ich mich dran gewöhnen. Hey Truth, was geht? Carl, dude, man! Hey, dude. Here you go. You better stash it somewhere fast. Far out, have a nice trip, dude. Hey, wait a was it too much to ask to get a lift in the town? Ja, ja, The Truth denkt an uns. Total. Mission erfüllt. Und, achso, wir haben noch, einen Fallschirm? Nein. Willst du ihn nicht nehmen? Aha. Hey. Carl, it's me, The Truth. We got a date with Destiny, man. In about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Yay, dahin hättest du mich auch mitnehmen können, ganz ehrlich. Na gut, dann machen wir mal einen Abflug. Wo ist denn hier... Gab's denn nicht eine Rampe? Ah ja, da drüben. Die ist aber irgendwie in die falsche Richtung, das ist ungünstig. Dann machen wir das eben auf die Art und Weise. Komm, lass uns einfach von dannen ziehen. Mit dem Motorrad. Schon wieder so ein Hobbyflieger hier. Wow! Ho! Mein Leben. Das war so geplant. Aber wir sind unten, also ich meine... Klar war das so geplant. Nicht über den Haufen fahren. Aber das Taxi kannst du gleich mal hergeben. Na gut, du kannst ja hier damit Taximissionen machen. Ich meine, es ist auch Taxigelb. Weiß nicht, ob es so bequem ist, da jemanden drauf mitzunehmen, aber nicht mein Problem. Nitro!